Hallo, hallo, ich bin's wieder, euer Slurpee. So ein witziger Name. Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir gucken heute, dass wir. Ich glaube, wir müssen mehr Fässer bauen. Ich will den Knoblauch hier anbauen. Und ich möchte mehr Holz sammeln, damit wir mehr Fässer bauen können für die Aufgabe von Pam. 12 Stück brauchen wir mindestens. Aber das dauert anscheinend ein bisschen. Das hatte ich vergessen. Vielen Dank für die Erinnerung. Wir quatschen erstmal mit Lea. Also, was pflanzen wir diese Jahreszeit an? Weiß nicht. Küsse anscheinend. Wir pflanzen Küsse an. Okay. Ansonsten haben wir hier alles. Ich lese gleich mal die Post. Ich habe dieses Ding irgendwo in meinem Schrank gefunden. Dachte, du könntest was damit anfangen. Pam, verschick einfach mal alte Biere, die du hinten in deinem Schrank findest. Sehr gut. Ich habe bei meiner Oma mal, da war ich 19 oder sowas, ein sehr, sehr altes Bier getrunken. Sie wollte mir eine Freude machen und hatte das irgendwie noch bei sich im Kühlschrank. Es hat nicht besonders gut geschmeckt. Es war sehr alt. Hallo, ihr alle. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert mit dem Zaun und dem ganzen Gras. Mal schauen. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles hier entwickeln wird, jetzt wieder im Frühling. Wir müssen noch ein bisschen was Papier einkaufen, damit wir noch mehr anbauen können. Schauen wir auch gleich nochmal. Wir haben ein bisschen was zu tun, habe ich das Gefühl. Zack, zack. Und ich hoffe, irgendwann bekomme ich das Rezept, dass ich blaues Gras anbauen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr stark. Aber ich glaube, das kommt irgendwann, aber ich weiß nicht, wann genau. Ah, hier haben wir noch Tulpen, die können wir noch anbauen. Sehr gut. Dann machen wir das auch noch. Ich trinke erstmal was. Party! Hallo Kirschen. Wie sieht es hier drin aus? Okay. Da können wir noch einen Tag wachsen lassen. Machen wir dann morgen. Hallo, ihr alle. Ups. Hallo. Ah, jetzt kommt der Trüffel. Jetzt, wo ich vorbeigelaufen bin. Naja, besser als gar kein Trüffel. Danke dir, Schweinchen. Hier bauen wir jetzt noch Tulpen an. Das mache ich gerade. Zack. Erstmal gießen. Ich weiß gar nicht, ob wir Tulpen für irgendwas brauchen, noch für irgendeine Quest. Die anderen Sachen haben wir ja, glaube ich, schon am. Die sind ja quasi schon in der Mache, was wir für den Waschbären brauchen. Ein Feld haben wir noch Samen, okay. Ein bisschen mehr als ein Feld. Diesmal. Gießen. Und hier auch. Ich glaube, ich habe mich trotzdem verrechnet. Ja, hier oben noch. Okay. Dann einmal hier allen Hallo sagen. Hallo. Jetzt ist mal die Frage, finde ich alle meine grünen Tiere im grünen Gras? Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung. Zack, zack. Bin halt auch so voll beladen schon wieder. Lauter Krimskrams. Hier können wir verkaufen. Zack, zack. Zack. Und die Fackeln können auch mal weg. Na komm, die Fackeln können wir für irgendwas benutzen. Sind sie nicht weg. Hier vielleicht mal eine Fackel. Wir müssen mal richtig schöne. Wie heißen die Lampen bauen? Ich wollte so Feuerschale. Feuerschale war das Wort, das ich gesucht habe. Danke. Habt ihr eh gemeint, ich soll bei Leas Terrasse vielleicht nochmal eine Feuerschale aufbauen? Fand ich eine sehr schöne Idee. Werden wir auch noch machen. Zack. Das hier kann ich alles gerade mal einsammeln. Irgendwie sieht das ja trotzdem witzig aus. Es ist so ein bisschen chaotisch hier. Das ist halt auch Natur. Aber ich finde, es sieht ja trotzdem ganz unterhaltsam aus. Bei den ganzen Bäumen, die so wild wachsen und den. Wie heißt's? Den. Samen dazwischen. Nicht den Sirup-Dingern. So, jetzt haben wir es. Heute habe ich es aber wieder richtig mit Worten: Sirup-Dinger. Oh, der Wein ist fertig. Das ist natürlich sehr gut. Das gibt ordentlich Geld. Was machst du mit dem ganzen Geld, das du durch Wein verdient hast? Mehr Wein kaufen. Erstmal direkt verkaufen. Haben wir jetzt noch was anderes, was wir direkt in die Fässer reinmachen können?
Wollen wir die schon reinmachen? Sternwein können wir machen. Nicht essen. Und wir machen gleich einfach noch trotzdem 12 Fässer. Das ist der Plan. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, hier einmal schnell den lebendigen Hut finden. Schön wär's. Okay, dann. Hier ist es wild. Erdbeere getrocknet, perfekt. Hier haben wir Iridium. Hier kommst du rein. Ich brauche 10 Diamanten. Und die haben wir jetzt vergessen. Komm, ich verkaufe euch einfach so. Das Bier verkaufe ich auch. Das will ich jetzt eh nicht trinken. Hier einmal rein mit euch. Und jetzt schauen wir mal, wie viele Fässer wir machen können. 6. Es fehlt ein Eichenharz. Okay. War gar nicht das Holz, das uns gefehlt hat, sondern Eichenharz. Da hätte ich ein bisschen fleißiger sein müssen mit dem... Haben wir überhaupt ein Sirup-Ding für die Eichenbäume? Doch, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaub ja nicht. Ah. Da sollte ich vielleicht nochmal, was machen. Ah, welche sind das denn? Bin ich die hier? Na, guck mal. Was wächst eigentlich hier? Zack. Ahornsamen. Mahagonisamen. Wir haben doch bestimmt irgendwo Eichenbäume. Hier. Oder? Bist du ein Eichenbaum oder bist du ein anderer Baum? Man weiß es nicht. Ah, wir lassen sie jetzt mal wachsen. Wir haben ja jetzt erstmal genug. Oder wir pflanzen... Ich will mal gerade was anpflanzen. Das geht ja wohl gar nicht. Ich bin gerade verwirrt. Dachte, ich hätte... das schon irgendwo, aber anscheinend nicht. Wollen wir das aber vielleicht im Steinbruch direkt anfangen anzubauen? Da müssen wir doch eh nicht mehr so oft hin. Vielleicht machen wir das. Ich bringe mal die Fässer hier rein. Zack, 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 zack. Oh, perfekt. Das ging ja schön auf. Dann lassen wir die jetzt erstmal frei. Habe ich jetzt alles ausgekriegt? Vielleicht noch Wasser. Tiere haben wir alle gestreichelt. Dann gehen wir zum Quarry. Wir müssen noch zu Pierre und zum Quarry. Dann reiten wir gerade durch. Nehmen nicht die Lore. Und morgen geht's auf die Insel. Ihr habt geschrieben, dass anscheinend das Kristallspiel angeblich jedes Mal, wenn man scheitert, einfacher werden soll. Ich frage mich halt, ich bin schon so oft gescheitert. Eigentlich müsste die ganze Zeit nur noch eine Farbe aufleuchten. Willkommen bei Pierre. Was kaufen wir denn noch? Was, die Naken nochmal einfach? 4 Tage, das ist mir zu viel Stress. 6 Tage kriegen wir hin. Blumenkohl, Tulpen, Grünkohl. Wir einfach ganz viel Grünkohl anbauen. Komm, wir bauen ganz viel Grünkohl an. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich kaufe jetzt mal 200. Das wird wahrscheinlich dicke reichen. Dann für nächstes Jahr noch was. Oder für den zweiten Anbau. Okay, dann einmal zum Quarry. Ja, hier oben lang vielleicht. Dann kommen wir nämlich sogar an. Das ist immer ganz hilfreich. Ich sammle jetzt auch mal die Sachen ein. Und Regenwürmer natürlich. Wir brauchen immer noch bestimmte Relikte, Artefakte. Ich freue mich schon wieder, die elfischen Juwelen zu angeln. 700 Folgen später. Und Slurp, hast du elfische Juwelen? Frag nicht. Bitte frag nicht. Bitte, bitte lass mich in Ruhe mit elfischen Juwelen. Ungefähr so, denke ich, wird es ablaufen. Hier sieht's aus. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Hat sich lang niemand mehr drum gekümmert. So, hier haben wir doch einen Eichenbaum, oder? Zack. Bin mir nicht sicher, dass wenn wir jetzt hier oben Bäume anpflanzen für den Sirup,
ob wir da nicht auch Sachen drumherum bauen sollten um die Bäume. Ich glaube, die wachsen ja auch, wenn ein Weg im Raum ist, außer die Frucht, also die Obstbäume. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. So, du kannst einmal weg. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Ich mach mal gerade ein bisschen. Oh, ich glaube, das will ich mal ausprobieren. Wie das aussieht. Das habe ich jetzt, glaube ich, noch nie benutzt, richtig? Sieht echt ganz cool aus. Oh, tatsächlich gefällt mir das ganz gut. Stark, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Cool. Ja, dann pflanze ich hier gerade nochmal. Zack, zack. Dann können wir nochmal eine. Wir machen nochmal eine Reihe. Ne, wir machen jetzt nochmal eine Reihe. Vielleicht mal Agoni-Bäume. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Dann machen wir jetzt hier nochmal eine Reihe Mahagoni-Bäume. Man könnte das ganz. Ich finde, das sieht echt schick aus. Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, ich habe den Boden tatsächlich, wie gesagt, aktiv noch nie benutzt. Cool. Dann können hier unten Steine wachsen. Und da oben können die Bäume vor sich hin blühen. Ich finde, das klingt nach einer schönen, Mischung. Zack, zack, zack. Und dann hoffe ich, dass da jetzt halt keine Steine wachsen. Schotterpfad. Ja, cool. Ich finde, das sieht cool aus. Das lassen wir erstmal so. Ich räume jetzt auch nicht viel mehr weiter auf. Ich fahre jetzt einmal nach Hause. Sorry. Ne, Joblöst. Du bleibst jetzt heute Nacht hier. Nein, ich nehme dich mit. Bring ich gerade irgendwie nicht übers Herz, dich einfach hier im Steinbruch stehen zu lassen. Ich weiß, du bist nur ein digitales Pferd, du bist nicht real. Und trotzdem, wenn man Dingen einen Namen gibt und sie ein Gesicht haben, dann macht das was mit uns Menschen. Zumindest mit einem Teil von uns Menschen. Und ich gehöre dazu. Ja, komm, wir nehmen auch mal Moos mit. Oh, hier nehmen wir auch den Lauch mit. Haben wir jetzt noch Platz? Ja. Ja, hier hätten wir auch einfach die anbauen können, die Zapfdinger. Vielleicht machen wir das zusätzlich noch. Mal schauen. Oder wir warten halt, bis wir diese richtig coolen Sirup-Dinger haben. Aber das dauert halt auch noch eine ganze Weile. Kriegen wir erst von Mr. Key in der Höhle, wenn wir alle goldenen Walnüsse gefunden haben und dann Key-Steine, Key-Kristalle gesammelt haben. Das dauert ja alles noch. Ich bin gerade happy, dass wir Großvaters Schrein haben und da jetzt täglich Iridium rauskommt. Dann können wir nämlich hier langsam anfangen, die ganzen Sprinkler auszutauschen. Haben dann noch ein bisschen mehr Platz. Ich finde, es sieht auch ordentlicher aus. Und wir müssen nicht immer zu Krobus, den ich eh mal vergesse zu besuchen, weil ich den Kopf nur zum Haare schneiden habe. Wie meine Oma immer so schön gesagt hat. Okay, ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Oder wir gehen auch woanders hin zum Anbauen. Ich habe mir gar nicht den Segen heute geholt. Daran muss ich auch öfter mal denken. Was ist denn mit hier unten eigentlich? Hier wollte ich eigentlich auch noch Felder anbauen. Das haben wir jetzt gar nicht mehr gemacht. Und hier drüben können wir aber gerade noch was anbauen. Jetzt, wo wir noch was einstecken haben. Ich weiß nicht, ob das hier ein Feld bleiben wird. Ich fand es jetzt nur mal ganz witzig für die Übergangszeit. Ich mag unseren Pilzkreis hier oben total gerne. Mit den Mahagoni-Bäumen. Das sieht ganz cool aus. Was wir hier raus basteln, müssen wir auch nochmal schauen. Uns wird bestimmt irgendwas super Schönes einfallen. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben. Zack, zack. Cool.
Ja, dann räume ich gerade nochmal auf. Hier ist der Trüffel fertig. Sonst habt ihr keinen gefunden. Okay, doch, hier liegt noch einer. Und zwei Stück sogar. Stark. Dann einmal verkaufen. Ich hätte mir sogar noch Qualitätssprinkler gehabt zum Anbauen da unten. Haben wir gerade mal. Ja, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht könnte man das trotzdem machen. Wo habe ich denn plötzlich 6 Sprinkler eigentlich her? Was ist da denn passiert? Wo habe ich die denn abgebaut? Ich finde es irgendwie noch nach wie vor merkwürdig, dass man die auf die Felder setzen kann. Aber wir lassen es jetzt mal so. Vielleicht sieht das hier langfristig ganz cool aus. Einmal kann ich hier den Weg noch abbauen. Es ist halt schon sauspät. Ich weiß, du bist müde. Ich bin auch müde. Erwachsen sein bedeutet nur noch müde sein. Aha, das ist eins zu klein. Das heißt also, wenn ich da Riechumsprinkler irgendwann reinsetzen will, ist das sogar sehr viel zu klein. Da müssten wir nochmal an die Planung ran. Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Dass ich den Weg vielleicht doch nochmal echt versetzen muss. 24.000 durch den ganzen Wein. Stark. Würde ich auch in echt gerade mal nehmen. Dankeschön. Dankeschön. Guten Morgen, Slurp. Ich habe die hier in einem kleinen Topf hinten angepflanzt. Ich habe sie mit großer Liebe und Aufmerksamkeit aufgezogen. Hoffentlich gefällt es dir. Danke für die Kaktusfrucht. So, einmal Kaffee hier rein. Post lesen. Hey Slurp, ich habe viel zu viel Dinger für den Garten bestellt. Ich bin sicher, du kannst was damit anfangen. Pass auf dich auf, Jody. Dankeschön. So eine Dorf-Community ist ja schon was Feines. Also, wenn sie so funktioniert wie in den Spielen. Okay, erstmal müssen wir hier unten anbauen. Natürlich ist ja wieder die Hälfte der Felder kaputt. Das ist ja überraschend. Weil. Nee, das planen wir ein andermal. Ich will jetzt gerade hier nur mal die Sachen anbauen. Baum, du musst jetzt auch mal weichen. Sonst verdeckst du mir die Sicht und das irritiert mich. Okay, aber ich kann dich hier anpflanzen, neue. Nee, ich wollte eigentlich auch hier die ganzen Saftdinger machen. Ich bin verwirrt. Wir machen jetzt aber erstmal, das kann sich ja alles noch ändern. Es ist Jahr 18 auf dem Mooskopfhof. Lörp hat nichts verändert. Er ist immer noch genauso verwirrt und weiß noch nicht genau, wie er diese ganzen Saftgeräte anbringen soll. Okay, 1, 2. Irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. 1, 2, 1, 2, hier. Achso, war das ja nicht. Da fehlt ja eine Reihe. Ja, die machen wir jetzt aber nicht noch. 1, 2, zack. 1, 2, zack. Okay. Dann kommt jetzt die Grünkohlsamen hier noch rein. Ja, da unten jetzt natürlich nicht. Zu spät. Wollen wir es gerade doch noch versetzen? Na gut. Du hast mich überzeugt, Spiel. Dann aber. Warum kann ich hier nichts hinsetzen? Ah, da war der Samen. Und hier auch nochmal. Oh! Wolltet eigentlich einen Vulkan, liebes Spiel, und nicht den ganzen Tag hier auf dem Hof verbringen. Ich habe noch nicht mal allen Tieren Hallo gesagt. Mein Inventar ist immer noch randvoll. Du merkst,
Spiel du merkst, dass du mich ein bisschen aufhältst. So, einmal hier rein. Einmal hier mit allem rein. Ich schmeiß das jetzt einfach überall hier rein. Sonst haben wir hier nichts. Ein Iridium. Mega gut. Dann können wir die gerade auch einschmelzen. Ist hier noch was rein? Nein. Hier haben wir Moos. Nix. Hier rein. Vielen Dank. Hier kommt ihr rein. Hier kommst du rein. Hier kommt ihr alle rein. Und auch die Grünkohlsaat. Den nehmen wir mit. Ich nehme wir mit. Okay, schon sieht sehr viel besser aus. Die Diamanten habe ich jetzt natürlich zurückgeschmissen. Gut, dass es mir aber gerade eingefallen ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann gehen wir jetzt nämlich zu den Tieren, dann gehen wir zum Waschbär und dann gehen wir in den... Und dann gehen wir auf die Insel. Hallo, guten Morgen. Hallo, hallo. Blub, blub. Blub, blub. Die ganzen Obstbäume natürlich noch. Hey. Es ist halt immer was zu tun. Jetzt schon wieder 23:30 und ich bin noch nicht auf der Insel. Ah, ich will doch in den Vulkan. Und ich wollte doch das Kristallspiel machen. Immer, immer ist irgendwas. Biel, du machst mich fertig manchmal. Ich meine, ich könnte es auch alles ignorieren, aber da wird mir auch irgendwas fehlen. Das ist ja irgendwie doch, man bindet sich ja dann doch irgendwie an die Sachen. So, hallo. Hallo. Kürbis. Hallo. 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 Und schön. Das sieht ja aber auch witzig aus hier eigentlich, die Kombi mit dem Gras in der Mitte. So, hallo. So, erstmal hier verkaufen. Nein. Nein! Ich habe das Aprikosengelee verkauft. Ich dachte, es wäre Mario. Direkt neu machen. Oh, wie ärgerlich. Oh, wie ärgerlich. Tag neu starten. Oh, wie ärgerlich. Ich starte jetzt nicht den Tag neu. Aber, oh Mann, ich dachte, es wäre Mayonnaise. Da müssen, liebe Waschbärfamilie, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich mache jetzt mal lieber... 3 hier rein. Oh, wie ärgerlich. Klassiker. Einfach Klassiker. So, dann gucken wir jetzt aber. Da müssen wir nicht mehr zur Waschbärenfamilie. Haben wir uns gerade nochmal 30 Minuten gespart. Ist das nicht hervorragend? Da eine Feder noch für Leo. Und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich würde doch gerne auf Joklöst eigentlich aufsteigen. Ich weiß doch nicht, warum ich den immer am Anfang hier stehen lasse. Wir gehen trotzdem kurz zur Waschbärenfamilie, damit ich das andere abgebe, bevor ich es auch verkaufe aus irgendeinem Grund. Ich bin noch nicht so 100% zufrieden mit den Wegen übrigens. Jedes Mal, wenn ich hier lang reite, denke ich mir, oh Gott, sind das viele Waschbären geworden. Wie cool ist das denn? Wie ärgerlich, wir hätten es einfach abschließen können. Man, hi Shane. Oh, hier sind die ganzen... Irgendjemand ist hier lang gelaufen und hat den gesamten Zaun weggesprengt. Aber den Rest stehen lassen, das ist cool. Wir wissen also, das hier ist die Grenze. Also lassen wir es einfach so offen. Sieht jetzt zum Glück auch ganz cool aus. Und hier ist auch alles weggesprengt.
Irgendjemand ist hier lang gelaufen und hat hier alles weg. Diese Dorfbewohner. Schaffen wir das noch in den Vulkan? Vielleicht jetzt schon wieder 3. Wir müssen 5 Ebenen schaffen, um zu dem Zwerg zu kommen. Das wird echt... Das wird knapp, sag ich mal. Das wird knapp. Wir gehen jetzt einfach direkt hin. Oh, das wird echt knapp. Leo! Ich liebe es, ich werde es in mein Nest legen. Seien Sie vorsichtig im Vulkan, die Geister mögen keine Fremden. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wir müssen uns einfach echt anhalten, ne? Oh, ich habe zu große Lust, das jetzt noch abzubrechen. Warum habe ich die Diamanten dabei? Das ist eigentlich schon mal immer... Sehr gut. Guter Start. Das schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Wir haben vor allem... Nee, ich will jetzt nicht kämpfen. Ich will einfach nur zu dem Zwerg. Wir laufen so schnell wie wir können durch. Wir weichen allen aus. Was uns natürlich überhaupt nicht ging. Doch, der Köcher hilft uns. Der Köcher schießt die ab und zu zurück. Aua. Wir essen jetzt einfach was. Dann hat sich das doch gelohnt. Huch! Okay. Das ist eine neue Höhle. Also das habe ich bisher noch nicht gesehen. Geht's hier oben aber lang? Okay, hier muss ich kämpfen. Okay. Ich tippe jetzt einfach mal, dass es hier lang geht. Gott, ey. Da beeilt man sich einmal und dann bekommt man so eine merkwürdige Höhle, die man noch nie gesehen hat und man keine Ahnung hat, wo es lang geht. Wo geht's hier denn lang? Hier ist ja nichts mehr. Also langsam zweifle ich daran, dass wir das schaffen. Wenn wir in Ebene 2 schon scheitern. Huch, nicht die Angel. Was ist das hier? Ist das Gold? Sieht so super merkwürdig aus. Ja, aber Gold. Drachenzahn? Sehen wir schon einen Drachenzahn? Nein. Ah, oh, wir schaffen das. Wieder so eine neue Höhle. Oh nein, ich glaube, ich muss alle Monster besiegen. Oh, ich glaub's nicht. Da hat man es einmal eilig und das Spiel so... Wie wär's, wenn du lauter richtig merkwürdige Ebenen auffindest nur? Ja, nee, klingt cool, mache ich gerne, danke. Danke, dass du mir so entgegenkommst. Leo hat noch gesagt, die Geister mögen keine Fremden. Wir hätten einfach mal auf Leo hören sollen. Oh Gott, ich muss noch was essen. Ach nee, ich muss die gar nicht besiegen. Hier sind die Schalter. Oh. Eine Ebene noch. Oh, Iridium. Niemals Iridium liegen lassen. Nee, hier ist gar nicht der Eingang. Aber... Da. Ich
Aber wir haben auch das Loch. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob wir das Loch gemacht haben oder nicht. Und ich kann auf den Hof teleportieren. Okay, mega gut. Okay, der Diamantenjäger. Ah, die Zunderclown-Schuhe, die waren natürlich auch stark. Die müssen wir auch noch irgendwann holen. Ansonsten brauchen wir hier nichts von. Dass wir das noch geschafft haben. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Wie viel haben wir eigentlich hier? Nicht mal die Hälfte. Ja, komm, wir teleportieren uns direkt zurück. CS 10 vor 9. Und ich stress mich. Für was? Alles easy überschaubar gewesen. Hier rein mit dir. Wie viel Iridium? 4. Ich habe vergessen, den Knoblauch anzubauen. Smart. Smart. Dann einmal so kurz sortieren. Dann gehen wir ins Bett. Der Vulkan. Frech. Sehr frech. Den Rest können wir mit auf die Insel nochmal nehmen. Wo wir auf jeden Fall nochmal hin müssen auch. Weil wir einfach den Knoblauch anbauen wollen. Und die Ananassamen können wir auch nochmal irgendwie da eine Kiste packen. Zack, zack, zack. Zack. Dann bringen wir gerade noch die Pilze runter in die Pilzhöhle. Bin mal gespannt, wie sich das hier alles noch entwickeln wird. Mit den Bäumen, mit den Wegen. Es ist ja auch mal schön, ohne Plan an Dinge heranzugehen. Oder zumindest mit einem geringen Plan. So, kann ich hier auch Magmahüte jetzt eigentlich? No way. Direkt ausprobieren. Wahrscheinlich mega die Verschwendung, aus 5 Iridium-Magmahüten irgendwas anderes machen zu wollen. Aber ich wollte es testen. So, einmal verkaufen. Ich versuche jetzt nicht mehr dran zu denken, dass wir das Aprikosengelee verkauft haben. Wenn ich es einfach ignoriere, kann es mich auch nicht beschäftigen. Ich denke, das ist eine sehr gesunde Herangehensweise. Nochmal 16.000, knapp 17.000 verdient. Das waren zwei ganz gute Tage, aber die 2 Millionen brauchen halt echt noch. Wir müssen, wir brauchen den uralten Wein. Der wäre eine große Hilfe. Ansonsten, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr neu seid und Spaß hattet, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Würde mich sehr freuen. Wir gehen Richtung 700. Mega cool. Und ansonsten, habt eine schöne Zeit. Genießt den Tag. Bleibt anständig. Und ciao.